Thema Löffelfingerli, das 9 ist zurzeit in aller Munde und ich habe mir erlaubt, Dieter zu holen zu diesem Thema. Dieter, du bist Gemeindepräsident von Löffelfingen. Fangen wir aber vielleicht zuerst schnell an. Wie ist jetzt Status quo? Der Landrat hat einen Entscheid getroffen. Ja, der Landrat hat einen Entscheid getroffen, dass ab Ende 2019 das Löffelfingerli eingestellt wird. Das ist Fakt. Und jetzt haben wir ein Referendum ergriffen. Wie muss man sich jetzt das vorstellen? Was braucht es jetzt alles? Die haben schon extrem viele Unterschriften gesammelt. Gut, wir haben dann ein Referendumskomitee gegründet und haben dort aus Haus, ja, sind ja 1500 Unterschriften nötig. Wir haben über 5000 gehabt und haben das Referendum eingegeben. Und anhand von dem gibt es jetzt die Abstimmung am 24. bis 26. November, wo wir dagegen sind, dass man die Stilllegung des Löffelfingerli beschließt. Jetzt, was bedeutet denn das? Die Stilllegung, es ist ja auch diskutiert worden im Landrat, es ist darum gegangen, dass es nicht mehr ganz effizient wäre mit dem Zug. Ihr sind gar keine Befürworter jetzt von dieser Buslösung. Warum verhebt ihr eurer Meinung nach nicht? Gut, die Buslösung ist natürlich für gewisse im Tal sicher praktisch gleichwertig, aber wir müssen das Gesamtkonzept anschauen. Man hat in Sissach wie in Olten jetzt schon überfüllte Busbahnhöfe. Man hat das ganze Homburger Tal eine neue Strasse gebaut, man hat sehr viele Inseln gemacht. Also der Bus, der kann nicht mehr zügig durchfahren. Und unser Hauptargument ist natürlich der Anschluss ins Mittelland. Oder früher hat man Tunnel bauen und jetzt will man sie zutun. Und mit Winter über den Hauenstein und doppelt so viel Fahrzeit, das ist nicht akzeptabel. Wenn jetzt du aber aus ganz einer anderen Ecke von diesem Kanton kommst und als Politiker Kostenaufstellung anschaust, wie das aussieht, wärst du dann immer noch zum gleichen Schluss gekommen oder ist jetzt das wirklich die Verbundenheit, halt, ich bin ein Betroffener? Ja, sowohl als auch, weil man muss anschauen, überall wo etwas fährt, sollte man sie ausbauen und nicht zurückbauen und im Gegenzug so wieder andere Investitionen machen. Ich meine, wir reden hier vom Viertelstundenanschluss in Liestel, wir reden vom Ausbau vom Knotenpunkt Olten, wo ja das alles interessant macht und je mehr wir das können nutzen können, was wir haben und optimieren, dann haben wir auch Kosten gespart. Du, jetzt ist mir aufgefallen, jetzt wird alles wie mehr schon ein Vergleich gezogen. Ja, wenn man jetzt die Margretenstichbindungen anschaut, dann heisst das, jetzt müssen wir ganz fest aufpassen. Gibt es überhaupt eine Parallele vom einen zum anderen Projekt? Nein, für mich überhaupt nicht. Ich denke, wenn man es anschaut, die einzige Parallele ist der ÖV. Und dort ist aber etwas Neues gegangen. Und da geht es eigentlich um etwas Bestehendes, das man sollte optimieren und nicht abbauen. Also von dem her, ja, ist die Diskussion ein bisschen schwierig. Wie geht es jetzt weiter? Auch das habe ich in den Medien gelesen. Jetzt seid ihr noch mehr gefordert. Ich bin davon ausgegangen, wenn man über 5000 Unterschriften hat, ist man doch schon gut unterwegs. Ja, also gefordert sind wir sicher. Wir müssen sicher im Unterbaselbiet auch unsere Ideen überbringen. Wir wollen ja nicht nur Nostalgie aufrechterhalten, sondern wir wollen ja auch die Wirtschaftsförderung von der Randregionen weiter können treiben. Und dort sind wir gefordert, noch mehr zu machen. Aber wir sind gut aufgestellt. Das Konzept ist da und ich bin zuversichtlich. Ja. Gut, dann probieren wir doch vielleicht an dieser Stelle die Menschen noch ein bisschen darauf zu sensibilisieren. Worst-Case-Szenario für dich, die Linie wird dicht gemacht, Bus kommt. Wie sieht für dich Löffelfingen denn in 4 oder 5 Jahren aus? Hast du das Gefühl, die ganze Infrastruktur fliegt dann flach? Nein, flach geht sie nicht. Wir werden das immer gewöhnt sein, uns nach Alternativen suchen. Es ist einfach nicht ganz so einfach, vor allem mit dem Standortmarketingskonzept, das wir gemacht haben, Leute vom Mittelland auch in sonnige Baselbiet anzulocken. Aber runter gehen wir sicher nicht. Also wir kämpfen weiter, einfach auf eine andere Art. Ja. Jetzt hast du mir aber gerade einen Steilpass geliefert. Ich denke, wir reden immer von Wirtschaftsförderung, Standortförderung. Man möchte schauen, dass man in diesen Tälern wirklich auch weiter vorwärts kommt. Wenn man das unter diesem Aspekt anschaut? Ja, also ich glaube, wenn man es ein bisschen anschaut, im Baselbiet reden alle von der Wirtschaftsförderung. Man hat, glaube ich, viertgrößte Investor verloren. Und wir machen es einfach im kleineren Rahmen und wollen das umsetzen. Und gerade auf Löffelfingen, wir haben ein 40 Millionen Überbauungsprojekt, das man auf den Zug setzt, dann kann man nicht sagen, dass wir nichts machen. Also wir geben Gas und das wollen wir weiterziehen. Wir brauchen das, weil, das so gesagt, mit der schönen Landschaft können wir nicht leben oder überleben. Gut, und wenn die Kontroverse kommt, glaube ich, können wir den Leuten gut sagen, einmal Löffelfingerli fahren, oder? Dann erlebt man das. Ja, Löffelfingerli fahren und dann auch noch im Homburger Tal die wunderbaren Wanderwege machen, die man alle auf den Zug ausgerichtet hat. Und es hat auch tolle Läden und Bäckereien mit wunderbarer Süßigkeit. Also es lohnt sich, einen Ausflug auf Löffelfingerli. Schauen, wo das Steuergeld ein bisschen hingeht.